Ja, liebe Brandenburgerinnen und Brandenburger, herzlich willkommen nochmal zu unserer Auftaktveranstaltung im Land Brandenburg, hier in der Stadt Brandenburg, bei etwas kühleren Temperaturen. Damit können wir aber umgehen, denn Schönwetterpolitik machen ja die etablierten Parteien schon genug. Das BSW ist gekommen, um zu bleiben und möchte Politik mit Ihnen und für Sie machen. Liebe Brandenburgerinnen und Brandenburger, ein Weiter-so soll es auf gar keinen Fall geben. Wir sind der erste Austragungsort im Zuge der Landtagswahl im Land Brandenburg. Mein Name ist Andreas Kutsche, ich bin der Versammlungsleiter und darf auch heute die Veranstaltung moderieren. Auf dem Platz gibt es zahlreiche Ordner, deren Anweisungen, ich denke, es wird alles friedlich ablaufen, aber wenn es was kommt und es gibt eine Ansage, dass Sie die Folge leisten, was dann mit Ihnen besprochen wird. Als Redner werden wir heute, ich habe ihn schon gesehen, jetzt ist er gerade nicht hier, unseren Landesvorsitzenden und Spitzenkandidaten Robert Grumbach haben und gegen 17 Uhr erwarten wir Sarah Wagenknecht. Ja, liebe Brandenburgerinnen und Brandenburger, begrüßen Sie nun mit mir auf der Bühne recht herzlich unseren Landesvorsitzenden und Spitzenkandidaten Robert Grumbach. Hallo Brandenburg, schön bei euch zu sein, freut mich. Robert, im Januar wurde die Partei in Berlin gegründet, Ende Mai gründete sich unser Landesverband in Schwedt, Ende Juni haben wir unsere Listenkandidaten aufgestellt, unser Landeswahlprogramm beschlossen. Frage, hättest du vor einem Jahr gedacht, dass wir beide heute hier zu Ihnen, liebe Brandenburgerinnen und Brandenburger, sprechen dürfen? Nee, vor einem Jahr wusste ich, dass ich in Brandenburg an der Havel sein werde, weil ich hier arbeite, aber dass ich auf dem Platz stehe, zu Ihnen, zu euch rede, nee, wäre mir nicht in den Sinn gekommen. Aber weißt du was? Es macht Spaß. Das ist schön, das ist schön. Können Sie ruhig applaudieren. Aktuell, Robert, bist du ja Land auf, Land ab, im ganzen Land unterwegs, machst Wahlkampf als Spitzenkandidat. Ich ziehe den Hut davor. Wie fühlst du dich? Mir geht's gut, mir geht's immer gut. Ich sage immer, schlechten Menschen geht's immer gut, mir geht's gut. Das ist schön. Die Wahlen in Sachsen und Thüringen sind gut 10 Tage her. Dort hat unsere noch junge Partei zweistellig und ist jeweils als drittstärkste Partei ins Ziel gekommen. Eine Zielgröße, die natürlich auch in Brandenburg erreicht werden soll. Robert, welche Kernforderungen hat das BSW für das Land Brandenburg? Robert, bitteschön, du hast das Wort. Und Dankeschön. Liebe Brandenburgerinnen, liebe Brandenburger, es ist gerade schon angeklungen, ich bin hier zwar nicht zu Hause, ich wohne tatsächlich in der zweitschönsten Stadt Brandenburgs, nicht in der schönsten, nicht in Brandenburg an der Havel, sondern in Potsdam, aber ich darf hier bei Ihnen arbeiten. Ich bin Richter am Arbeitsgericht in der Magdeburger Straße und ich hoffe, dass die von Ihnen, von euch, die mich da schon mal kennengelernt haben, nur gute Erinnerungen an uns haben. Andreas hat es schon gesagt, am 22. September stehen hier in Brandenburg wichtige Wahlen an. Wir haben die Möglichkeit, ein bisschen was in Brandenburg zu verändern, aber auch darüber hinaus ein Signal für den Bund zu setzen. Die Wahlen sind nicht nur für Brandenburg wichtig, die Wahlen sind für Brandenburg an der Havel wichtig, für das Hafenland, aber auch für Potsdam-Mittelmark. Bei den Wahlen wird entschieden, ob wir uns damit abfinden, dass unsere Straßen marode sind, Krankenhäuser im Land geschlossen werden, die Bildung für unsere Kinder immer weiter schlechter wird. Und deswegen, weil wir uns damit nicht abfinden können und auch nicht abfinden wollen, wurde im Januar, Andreas hat es gesagt, das Bündnis Sarah Wagenknecht im Bund gegründet und wir haben im Mai in Schwedt den Landesverband gegründet. Dabei haben wir uns ganz bewusst dafür entschieden, den Landesverband in Schwedt zu gründen, weil es einen gewissen Symbolcharakter hat. Aber wir hätten hier auch in Brandenburg an der Havel den Landesverband gründen können, weil hier bestehen die gleichen Probleme. Hier gibt es die gleichen Symbole. Brandenburg an der Havel ist nicht nur, aber auch das Elektrostahlwerk. Und es gibt hier
noch ein bisschen andere Industrie, Maschinenbau, und das ist auch gut so. Aber da haben wir auch schon gleich das Problem. Wir haben in Brandenburg, in ganz Brandenburg, sehr energieabhängige Unternehmen, eine sehr energieabhängige Wirtschaft, und um die müssen wir uns kümmern. Aber das merken Sie auch zu Hause an Ihren Nebenkostenabrechnungen, an den Strom- und Gasvorauszahlungen. Das ist immer teurer geworden, die Lebenshaltungskosten sind gestiegen und wir machen das alles nicht mit. Wir wollen eine vernünftige Politik machen, Politik, die nicht Einzelinteressen, sogenannte Woke-Interessen, sondern die gesamte Gesellschaft, Sie, liebe Brandenburgerinnen und Brandenburger, in den Mittelpunkt stellt. Soziale, genau, das kann man schon mal sagen. Sozial gerechte Politik, das ist das, was wir machen, und das geht allerdings nur, wenn wir eine funktionierende Wirtschaft haben, die auch in der Lage ist, im Wettbewerb zu bestehen. Nur dann gibt es gute Arbeitsbedingungen und faire Löhne. Dieser Tage überschlagen sich die Negativschlagzeilen für die Wirtschaftsbetriebe. Wir gucken auch mal ein bisschen über das Land hinaus. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, was bei VW passiert, dass dort Tarifverträge gekündigt werden, dass betriebsbedingte Kündigungen beabsichtigt sind und gleichzeitig Dividenden in Milliardenhöhe ausgeschüttet werden. Das sind Dinge, die gehen nicht. Und das kennzeichnet die Politik der Ampel im Bund, aber auch von Kenia im Land. Deswegen haben wir das Bündnis Sarah Wagenknecht gegründet. Und Sie, liebe Brandenburgerinnen und Brandenburger, haben am 22. September die Möglichkeit, laut und deutlich zu sagen, dass es kein Weiter-so mit dieser Politik geben darf, dass die Politik in diesem Land nicht mehr von Menschen ohne abgeschlossene Berufsausbildung gemacht werden darf, ohne Berufserfahrung. Dass ein Zeichen dafür, dass Politik sich an ihren, an den Interessen der Brandenburgerinnen und Brandenburger ausrichten muss. Und die Themen, die wir haben, liegen deswegen auch auf der Hand. Es sind einmal der Pflegenotstand, die Gefahr von Krankenhausschließungen durch die von Lauterbach geplante Gesundheitsreform, bezahlbarer Wohnraum, die hohen Lebenshaltungskosten, Energie, aber natürlich auch die ungeregelte Migration. Da sollte ich vielleicht an dieser Stelle schon mal ein bisschen was dazu sagen. Das Schauspiel, das dieser Tage in Bonn, Berlin und anderswo von den Ampelparteien zelebriert wird, und diese komische CDU, die so tut, als wenn sie die letzten Jahre nicht regiert hätte, das geht nicht, und ich erwarte von denen auch keine Lösung, sondern immer nur weiter Gerede und es wird nichts passieren. Wir haben aber auch Probleme im Land. Vor allen Dingen die Bildung. Wir müssen uns um unsere Kommunen kümmern, unsere lebenswerten Kommunen, um Landwirtschaft, überhaupt um Wirtschaftspolitik und natürlich auch, und das brauche ich in Brandenburg, glaube ich, in Brandenburg an der Havel nicht extra betonen, auf der Herfahrt haben mich Journalistinnen und Journalisten begleitet und die haben den Zustand der Straßen in dieser Stadt betrachtet. Die haben zwei Brücken gesehen, die marode sind. Eine steht schon gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wann der Ersatz kommt. Also, dass wir uns um die Infrastruktur in diesem Land kümmern müssen, kann man bei Ihnen ganz besonders gut betrachten. Lassen Sie mich ein bisschen über die Krankenhäuser in unserem Land reden. Da gibt es nicht nur Lauterbach, sondern wir müssen uns auch an die eigene Nase fassen. Das Land, die Landesregierung hat in den letzten Jahren bis Corona die Krankenhäuser nicht ausreichend kofinanziert. Es gibt da immer so eine kleine Investkostenpauschale und die haben sie einfach mal vernachlässigt, haben nicht das gezahlt, was die Krankenhäuser tatsächlich brauchen. Und deswegen ist nicht jedes Krankenhaus im Land in einem so guten Zustand wie das Uniklinikum hier im Land. Und wir müssen uns darum kümmern. Und nun kommt Lauterbach. Alle Experten sind sich einig, alle Bundesländer lehnen es ab, aber ich würde Ihnen sagen, die werden es trotzdem im Bund versuchen durchzudrücken in dem Jahr, was die Ampel noch so vor sich hat.
und sie werden diese Gesundheitsreform beschließen. Und sie werden sie so beschließen, dass in Brandenburg 8 bis 10 Krankenhäuser tatsächlich in ihrer Existenz bedroht sind. Das erste in Goben hat bereits in letzter Woche Insolvenz anmelden müssen, und auch für andere Krankenhäuser sieht es nicht gut aus. Bei den Krankenhäusern, die dann vielleicht erhalten bleiben im Land Brandenburg, drohen dann aber die Schließungen von wichtigen Stationen. Es gibt beispielsweise in der Eisenhüttenstadt dann möglicherweise keine Notaufnahme mehr. Es gibt in Neuruppin vielleicht keine Frühchenstation mehr, und die müssen dann mit den Kindern, die zu früh geboren werden, möglicherweise nach Berlin. Das sind Dinge, die können wir nicht hinnehmen und die werden wir nicht hinnehmen. Wir werden das verhindern. Und das sind Dinge, die sage ich nicht so daher, sondern das werden wir im Landtag durchsetzen. Ich werde Ihnen nachher nochmal erklären, wie wir das machen. Wir dürfen keinen Krankenhausstandort in Brandenburg aufgeben und wir werden das nicht tun. Es muss einen echten Rettungsschirm für unsere Kliniken geben, und das ist im ländlichen Raum noch mal wichtiger als in Städten wie Potsdam, Cottbus oder Brandenburg an der Havel. Wir müssen dabei aber auch sehen, dass die SPD im Land immer so tut, als wenn sie mit der SPD im Bund nichts zu tun hätte. Und ich sage Ihnen jetzt schon, die werden auch hier im Land mit der SPD im Bund versuchen, dem Lauterbach die Reform zu ermöglichen, und das darf nicht sein. In Brandenburg ist der Anteil an der häuslichen Pflege besonders hoch im Bundesdurchschnitt. Das ist eine gute Sache. Die Menschen sollen in ihrer gewohnten Umgebung bestmöglich versorgt werden. Dazu dürfen aber die Lasten nicht immer weiter auf die zu Pflegenden und auf die Angehörigen verteilen, sondern wir müssen ihnen zur Seite stehen. Sie brauchen unsere Unterstützung, und die werden wir ihnen geben, und sie müssen wir ihnen geben. Das heißt, pflegende Angehörige brauchen Unterstützung durch bessere Pflegeberatungsstellen. Die müssen vor Ort sein und die müssen auch zu den Menschen hingehen, sich die Situation in der Pflegesituation anschauen und müssen in die Lage versetzt werden, konkrete Hilfe anzubieten und auch bei deren Umsetzung zu unterstützen. Aber das wird nicht reichen. Wir als Land, wir als BSW im Land werden auch darüber diskutieren, ob wir pflegenden Angehörigen nicht eine Rentenpunkte ermöglichen können. Und wenn das auf Bundesebene durchsetzbar ist, dann werden wir im Land diskutieren müssen und werden das auch tun, ob wir diesen Angehörigen dann eine Rente zahlen können. Pflege ist nicht alles. Viele kümmern sich auch um ihre oder sorgen sich auch um ihre Wohnungen. Ich habe 2 erwachsene Kinder, die vor nicht allzu langer Zeit in Brandenburg Wohnungen gesucht haben. Und das ist kein einfaches Unterfangen. Ich weiß, dass das auch hier in Brandenburg an der Havel nicht so besonders einfach ist, bezahlbaren Wohnraum zu finden. In manchen Teilen Brandenburgs sind die Mietkosten in den letzten 10 Jahren um 70% gestiegen. Das sind Steigerungen, die mit dem allgemeinen Verdienst, den Sie von Ihrem Nettoeinkommen haben, wenn Sie da in den letzten 10 Jahren 70% Steigerung gehabt hätten, dann würden Sie hier alle stehen und jubeln. Das ist nicht so. Und deswegen sind es Dinge, die wir ändern müssen. Was verspricht uns die Bundesregierung? 400.000 neue Wohnungen im Jahr im Bund. Was kriegen Sie hin? Nicht mal die Hälfte davon. Das funktioniert so nicht. Wir müssen uns anschauen, was wir machen. Andere stellen sich dann auf den Marktplatz und sagen, naja, dann gründen wir halt einfach eine Landesgesellschaft und die wird dann irgendwelche Wohnungen bauen. Das wird nicht funktionieren. Wenn Sie sich auf dem Wohnungsmarkt umschauen, was sind die Wohnungen, die Sie anschauen, wo Sie rein wollen, das sind die Wohnungsbaugesellschaften, die kommunalen und die Wohnungsbaugenossenschaften, weil Sie wissen, dass das die Gesellschaften sind, die Ihnen kostengünstig Wohnraum zur Verfügung stellen können und wo nicht der Gewinn, den die mit ihrer Miete machen, in erster Linie im Vordergrund steht.
Und davon haben wir in Brandenburg, in Brandenburg an der Havel, in Potsdam, aber auch im ländlichen Raum genügend. Und die können das. Mit denen müssen wir reden, mit denen müssen wir reden und schauen, wie sie mehr Wohnraum schaffen können. Da sind dann auch die Kommunen gefragt und mit denen werden wir ein Förderprogramm auflegen. Und dann bin ich mir sicher, dass wir ganz bald in Brandenburg bezahlbaren Wohnraum auch wieder zur Verfügung stellen können. Denn das ist auch klar. Wohnen ist ein Grundrecht oder es muss ein Grundrecht sein. Es muss für jeden bezahlbar sein oder auch wieder werden. Die Lohnentwicklung, ich habe sie bereits angesprochen, die ist nicht so schön, wie wir uns das alle vorstellen. Und deswegen müssen wir daraus lernen, dass die Politik, die wir machen, sich an den Menschen orientieren muss, die hart arbeiten, an den Familien, an den Durchschnittsbürgern, die eben nicht wahnsinnig viel Geld zur Verfügung haben. Das sind die Menschen, die jeden Tag arbeiten gehen, und die jeden Tag schauen, wie sie das Geld ausgeben, manchen Pfennig zweimal umdrehen, sich ab und zu einen Urlaub leisten wollen, das sollen sie auch tun. Die stehen im Mittelpunkt unserer Politik und da gehören sie auch hin und das ist auch richtig so. Und die Konsequenz heißt, dass wer arbeitet, muss mehr Geld zur Verfügung haben, als die, die die Sozialhilfe beziehen. Wir werden niemanden im Regen stehen lassen. Unser Rezept ist auch nicht, das Bürgergeld oder Sozialhilfe immer weiter zu kürzen. Die Menschen sind darauf angewiesen und wer unsere Hilfe als Gesellschaft braucht, der soll sie auch bekommen. Nichtsdestotrotz, der Abstand von denen, die arbeiten, zu denen, die Bürgergeld bekommen, der muss da sein und da müssen wir mehr tun. Und wenn wir über Familien sprechen, dann bin ich bei einem Thema, das mir besonders am Herzen liegt. Die Bildung. Es fehlen Hunderte von Lehrern bei uns im Land. Lehrermangel ist seit, ich weiß gar nicht, 10, 15 Jahren ein Thema. In der Zeit hätte man ein bisschen mehr Lehrer ausbilden können, als wir es gemacht haben. Allein wir haben es nicht gemacht. Und von den Lehrern, die wir heutzutage einstellen, sind 50% keine ausgebildeten Lehrer, sondern Quereinsteiger. Ich weiß, dass die trotzdem gute Arbeit leisten und ich bin ihnen auch dankbar dafür. Aber diese Quereinsteiger, die brauchen Unterstützung. Die brauchen Unterstützung hinsichtlich Pädagogik. Wie bringt man Kindern was bei? Und die bekommen sie nicht im ausreichenden Maß. Ich weiß auch, wenn wir über die Probleme reden, dann wird über Unterrichtsausfall überhaupt nicht mehr gesprochen. Ich war am Sonntag auf einer Diskussionsveranstaltung in Potsdam und da haben die allen Ernstes verbreitet, dass Unterricht nur zu weniger als 3% an Brandenburger Schulen ausfällt. Das ist eine Lüge. Das ist ein statistischer Trick. Ich habe mit Eltern gesprochen, die sagen mir dann, ihr Kind, 9. Klasse Gymnasium, hat 2 Stunden Unterrichtsausfall, aber dann steht im Stundenplan eben nicht mehr fällt aus, sondern dann steht Mathematik, 2 Stunden Heimarbeit. Und die Kinder kriegen gesagt, beschäftigt euch mal mit dem, was wir heute hätten tun können. Und dann taucht das in dieser Unterrichtsausfallstatistik nicht mehr auf. Und ich lasse mir keine Knöpfe an die Backe nähen. Wir müssen uns ehrlich machen. Wir müssen uns mit dem beschäftigen, was tatsächlich an Unterricht ausfällt und keine statistischen Tricks anwenden. Wenn wir uns jetzt anschauen, wo liegt denn Brandenburg, die Bildungspolitik Brandenburgs, dann stellen wir fest, wir liegen auf Platz 15 von 16, wer liegt hinter uns? Ich hätte ja eigentlich erwartet, dass wir vor Berlin liegen, aber es ist nicht Berlin. Es ist Bremen. Nichts gegen Bremen. Die haben, na, ich weiß nicht, ob der Roland da schöner ist als hier in Brandenburg. Mir gefällt der in Brandenburg besser, auch wenn der andere ein bisschen berühmter ist. Aber
Das geht nicht, dass sogar das Berliner Bildungssystem besser ist als das brandenburgische. Unsere Kinder lernen in der Grundschule nicht mehr angemessen lesen, rechnen und schreiben. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass 50% unserer Grundschulkinder in der dritten Klasse nicht altersangemessen lesen, rechnen und schreiben können. Das sind Dinge, die sind nicht hinnehmbar. Das dürfen wir nicht hinnehmen. Und was macht unser Bildungsminister, wenn er darauf angesprochen wird? Er steht da, zuckt die Achseln und sagt, ja, habe ich erwartet. Das, was Sie diesem Mann sagen müssen, ist, tritt zurück. Er ist nicht zurückgetreten, er wird nicht zurückgetreten. Aber Sie haben die Möglichkeit, ihm am 22. September zu zeigen, was wir von dieser Art Bildungspolitik halten. Und der Grund, dass unsere Kinder in der Grundschule nicht mehr richtig lesen, rechnen und schreiben lernen, der liegt nicht darin, dass unsere Kinder dümmer wären als im Rest der Republik. Blödsinn, sind sie nicht. Der Grund ist auch nicht, dass unsere Lehrer schlechter wären als woanders. Die sind auch gut, die geben sich Mühe und die machen ihre Arbeit auch gut. Der Grund liegt ganz woanders. Der Grund liegt darin, dass die Bildungspolitik im Land Brandenburg seit 30 Jahren von der SPD verantwortet wird und das muss ein Ende haben. Bildung braucht ein klares Konzept und ein solides Fundament. Wir werden unsere Lehrerinnen und Lehrer von unterrichtsfremder Tätigkeit entlasten müssen. Dazu haben wir einen Katalog von Sofortmaßnahmen erstellt, was wir gleich machen. Und wir haben auch noch ein paar andere Aufgaben mehr. Aber ich will auch dazu sagen, Misswirtschaft von 30 Jahren, Ignorieren von Lehrermangel, Unterrichtsausfall kaschieren, das werden wir nicht in ein oder zwei Jahren beheben. Das ist eine Mammutaufgabe, aber wir scheuen uns nicht davor, wir werden sie annehmen. Und dabei werden wir zweigleisig vorgehen. Wir brauchen Sofortmaßnahmen, langfristige und mittelfristige. Und die Maßnahmen, und dafür stehe ich und das verspreche ich Ihnen, die werden wir nicht von oben verordnen, sondern die werden wir mit Ihnen, mit den Eltern und auch den Gewerkschaften, den Lehrerinnen und Lehrern abstimmen und dann werden wir zu einem guten Ergebnis kommen. Im Übrigen können wir auch mal einen Blick zurückwerfen in DDR-Zeiten. Das Bildungssystem war nicht das schlechteste und da können wir uns viel von abschneiden. Das Wesentliche ist aber, dass wir nicht immer weiter auf Vergleichsarbeit und Daten und Daten und Daten erheben. Was hat uns das gebracht? Dass es jedes Jahr noch schlechter wird. Wenn ich das feststelle, dann kann ich aufhören, Daten zu erheben, sondern ich muss die Kinder, ich muss die Lehrer in den Mittelpunkt der Politik stellen. Und das ist das, was die anderen versäumt haben. Wir wollen aber auch mehr Sicherheit in Brandenburg. Wir wollen sichere Straßen, sichere Plätze und Parks für alle Bürgerinnen und Bürger in allen Wohnvierteln. Alle schreien sie, sie wollen jetzt mehr Polizei haben. Manche schreiben die Zahlen auch in ihr Programm hinein. Aber ich darf doch auch mal dran erinnern, wer hat denn Tausende von Stellen bei der Polizei abgeschafft, die jetzt erst wieder eingestellt werden? Wer war das denn? Wir brauchen aber nicht nur mehr Polizisten vor Ort, sondern wir brauchen auch mehr Polizei an den Grenzen. Und Sachsen erwägt eine Grenzpolizei. Wir werden uns sehr genau anschauen, was die Sachsen da machen, werden das auch mit den Sachsen diskutieren und uns überlegen, ob das eine Lösung auch für Brandenburg sein kann. Und nebenbei, den Polizisten gebührt mehr Respekt, wie auch den Lehrerinnen und Lehrern. Und der Respekt nicht nur im Klassenzimmer oder auf der Straße, sondern
den Respekt muss auch die Politik aussprechen. Es kann nicht sein, dass ein Polizist, der im Land Brandenburg beschäftigt ist, von seiner Einstellung bis zur Rente in der Regel nicht befördert wird. Das ist nicht die Art von Respekt, die ich mir vorstelle. Das ist nicht der Respekt, den unsere Polizisten verdienen. Respekt und Dank verdienen aber auch die zigtausenden, und ich bin mir sicher, dass heute auch viele von Ihnen dabei sind, von der Brandenburgerinnen und Brandenburger, die sich ehrenamtlich engagieren. Sie tun das in unterschiedlichen Bereichen, in Sportvereinen, Kulturvereinen, Zivilkatastrophenschutz und in den freiwilligen Feuerwehren. Sie alle machen unser Land damit liebenswert und sie machen es vor allen Dingen besser. Dafür gebührt ihnen Respekt. Die Realität ist aber, dass sie häufig Übergriffen ausgesetzt sind, dass die Arbeit von Rettungskräften beispielsweise auch durch Klimakleber behindert wird. Das geht nicht. Und wenn es da um staatlichen Dank geht, dann ist auch nicht eine Ehrenamtskarte das, was man tun sollte, sondern den Dank und den Respekt muss man anders äußern. Und wir haben im Land Brandenburg schon mal diskutiert, ob wir für Ehrenamt nicht eine Landesrente einführen. Und mit uns werden die Diskussionen wieder hervorgeholt und wir werden darüber reden. Wenn ich mit Wirtschaftsvertretern, mit Verbänden, mit Unternehmern spreche, höre ich immer wieder, eins der großen Probleme im Land Brandenburg ist die Bürokratie und man muss es unbedingt ganz viel Bürokratie abbauen. Wenn Sie mal überlegen, gab es irgendeinen Wahlkampf, wo nicht über Bürokratieabbau gesprochen wurde, wo das nicht von allen versprochen wurde, von allen Parteien? Ja, wir werden das machen. Was ist bislang passiert? Es wurde immer nur mehr Bürokratie aufgebaut. Und jetzt schlagen die vor, man soll halt eine Enquete-Kommission im Landtag bilden. Ich habe schon mal für eine gearbeitet. Ich weiß, dass das nicht das richtige Mittel ist. Andere wollen Sonderausschüsse. Machen wir nicht. Ich habe mir die Listen vom Unternehmerverband, von der Handwerkskammer, von der Industrie- und Handelskammer, aber auch von anderen Verbänden angeschaut. Und ich kann Ihnen sagen, auch vom Bauernverband beispielsweise, die machen ganz konkrete Vorschläge zum Bürokratieabbau. Und 50% von dem, was da draufsteht, das können wir einfach machen. Wir werden es machen, da brauchen wir keine Kommissionen für, sondern die Vorschläge liegen alle am Tisch und wir müssen sie nur umsetzen. Bei dem Bereich, ich weiß, das ist ein bisschen trocken, reden wir aber auch über Digitalisierung von Verwaltung und von dem, was Sie als Bürgerinnen und Bürger, was Unternehmen denn so online bei Behörden machen können. Da gibt es einen großen Katalog, was da alles an Leistungen in der Bundesrepublik möglich sein soll. Und es gibt Bundesländer, die setzen das zügig um. Brandenburg gehört, es tut mir leid, das zu sagen, nicht dazu. Sondern auch hier sind wir Schlusslicht. Bei uns können Sie derzeit 250 Verwaltungsleistungen digital in Anspruch nehmen. Damit belegen wir den letzten Platz in der Bundesrepublik. Hamburg hat mehr als doppelt so viel. Das sind Dinge, die müssen wir ändern und das sind Dinge, die lassen sich ändern, auch ohne, dass man viel Geld in die Hand nimmt. Funktionierende Wirtschaft, ich habe schon gesagt, wie wichtig das ist. Wie wichtig das auch für Arbeitsplätze und für Sie als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist. Allerdings muss das auch immer zwingend mit besseren Arbeitsbedingungen verbunden sein, mit höheren Löhnen, weil wenn wir Unternehmen in Brandenburg fördern, dann werden wir sicherstellen, dass in Zukunft von dieser Förderung auch in Ihrem Portemonnaie als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer irgendwas ankommt. Es braucht dazu mehr Tarifverträge. Und da trägt auch die Landesregierung, der Landtag
eine erhebliche Verantwortung. Stattdessen schaut die Wirtschaftspolitik des Landes auf E-Autos und Batterien und verliert ein wenig die Wirtschaft, die schon im Land ist, aus dem Blick. Bei uns gibt es eine funktionierende Stahlindustrie. Hier in Brandenburg gibt es ein Elektrostahlwerk und es gibt Maschinenbau, Metallindustrie und viele andere Unternehmen, die schon da sind. Die dürfen wir nicht vernachlässigen. Auch die sind wichtig. Auch die müssen wir fördern und nicht nur auf E-Autos und Batterien setzen. Ich fürchte, was die Ansiedlung von Batteriewirtschaft angeht, da wird uns ein kleines Land im fernen Osten namens China ganz schnell den Rang ablaufen. Und das sollten wir nicht riskieren. Tourismus, Infrastruktur, ich habe es am Anfang schon gesagt, ein kostenfreier öffentlicher Personennahverkehr, jedenfalls für Schulkinder und auch Auszubildende, weil auch Handwerk und Ausbildungsberufe sind wichtig. Auch die sollen kostenlos mit dem ÖPNV fahren dürfen, gehören ebenso dazu wie eine bessere Anbindung von Bahnen und Bussen. Wir brauchen einen Brandenburg-Takt und wir brauchen darauf abgestimmte Busverbindungen, vor allen Dingen im ländlichen Raum. Wir müssen aber mehr in Berufsausbildung investieren. Wir müssen es Unternehmen und Betrieben möglich machen, auch gemeinsam ausbilden zu können. Vor allen Dingen aber brauchen wir mehr Berufsorientierung in der Schule. Nicht nur ein zweiwöchiges Praktikum in Klasse 9, sondern richtige Berufsorientierung. Auch sowas hatten wir in diesem Teil Deutschlands schon mal. Auch da können wir uns zurückorientieren. Berufsorientierung von Klasse 7 bis 9. Wir brauchen mehr Handwerker. Das duale System war immer eine der Stärken der Bundesrepublik und das soll auch so bleiben. Ich will noch ein bisschen was dazu sagen, wie wir Politik machen und wie wir unsere Landesliste aufgestellt haben. Sie wissen, ihr wisst, es gibt uns noch nicht so lange. Und als wir unsere Landesliste aufgestellt haben, wir sind auch eine kleine Partei, wir wachsen langsam, wir haben viele Unterstützerinnen und Unterstützer, haben wir nicht nur das Übliche im Blick gehabt, dass wir sagen, es muss jemand aus Brandenburg an der Havel mit Andreas Kutsche, haben wir da jemand ganz hervorragend und Heidi Haufe steht auch auf der Liste, sondern wir haben geschaut, dass möglichst alle Regionen Brandenburgs gut vertreten sind. Ich habe schon gesagt, bei uns steht niemand auf der Liste, der keine Berufsausbildung, der keine Berufserfahrung hat und wir haben vor allen Dingen niemand, der es braucht, im Landtag zu sein, weil er sonst nicht weiß, wie er seinen Geldbeutel füllen kann. Ich muss nicht im Landtag sein, ich habe einen guten Beruf, ich habe den schönsten Beruf der Welt, ich arbeite in einer der schönsten Städte Deutschlands, ich muss nicht in den Landtag, sondern wir machen das, weil wir Politik für Sie machen wollen, weil wir wissen, was Sie brauchen, weil wir Ihnen zuhören und weil wir nicht nur vor der Wahl auf dem Marktplatz stehen, sondern auch in den 5 Jahren regelmäßig zu Ihnen vor Ort kommen werden. Das wissen alle unsere Kandidatinnen und Kandidaten. Wir werden immer für Sie ein offenes Ohr haben. Eins will ich noch ansprechen. Ich weiß, dass Sarah darüber auch reden wird, aber ich will es trotzdem tun. Der Krieg in der Ukraine muss schnell beendet werden. Und wir alle, Sie alle wissen, das wird nur mit Diplomatie gehen. Nur mit Diplomatie. Alles andere ist im Übrigen auch völlig unvorstellbar. Jemand, der meint, dieser Krieg könne und dürfe nicht durch Diplomatie beendet werden, der redet Krieg, einem Weltkrieg das Wort und das werden wir nicht akzeptieren. Ich weiß,
Ich weiß, dass wir deswegen als Russland-Trolle, Putin-Freunde oder sonst irgendwas diffamiert werden, aber wissen Sie was? Das ist mir egal. Wenn wir das Richtige tun, tun wir das Richtige, und wenn uns andere deswegen diffamieren, dann sollen sie es tun. Wir machen das Richtige und wir werden nichts Falsches machen. Im Übrigen gibt es jetzt ja auch ehemalige Botschafter der Ukraine in Deutschland, Herr Melnyk, auch Herr Scholz hat dieser Tage geäußert, dass es eine Friedenskonferenz braucht, und das hat sich daran erinnert, dass er doch mal ein bisschen diplomatisch wieder tätig werden muss. Ja, worauf wartet er? Es muss schneller gehen. Dieser Krieg, das Töten, das Sterben muss aufhören. Aber ich will das auch noch mal betonen. Wir als Deutsche haben da eine besondere Verantwortung. Und diese besondere Verantwortung bedeutet, dass wir auch die Friedensverhandlungen in Gang und dann zu einem Erfolg führen müssen. Ich weiß, dass Scholz und Baerbock das nicht machen werden. Also sorgen Sie mit Ihrem Kreuz für ein Signal an die Ampel. Und wählen Sie am 22. September den Ministerpräsidenten ab. Wählen Sie, setzen Sie ein klares Zeichen gegen die AfD, die nicht für Friedenspolitik steht, die für das 2%-Ziel der NATO steht, Steuern für Reiche ablehnt. Stärken Sie uns mit einer lauten Stimme am 22. September. Herzlichen Dank. Danke, Robert. Du hast die Zeit gut ausgefüllt. Robert, ich weiß, dass du jetzt sofort nach Potsdam musst. Du hast schon wieder den nächsten Wahlkampfauftritt. Von uns gibt es nur noch ein kleines Büchlein und ein Präsent. Du weißt, dass seit 2015 bei uns wieder Wein angebaut wird. Ist vielleicht nicht der beste Wein, aber es ist was aus Brandenburg. Lass es dir schmecken. Gute Fahrt, gute Reise und verlangsamt. Danke. Es tut mir herzlich leid, dass ich wirklich weg muss, aber Sarah ist da und sie wird jetzt zu Ihnen sprechen. Herzlichen Dank, auf Wiedersehen, ich bin bald wieder in Brandenburg. Danke, Robert. Liebe Brandenburgerinnen und Brandenburger, ohne Ihren Mut und Ihren Entschluss, eine Partei zu gründen, würden wir nicht hier oben stehen. Sie gab ihren Namen und ist somit das Gesicht unserer jungen Partei. Die bisherigen Erfolge bei der Europawahl, bei Kommunalwahlen, bei den Landtagswahlen geben mir recht. Das BSW wird gebraucht. Das BSW steht wie keine andere Partei im Parlament für Frieden und Abrüstung. Begrüßen Sie mit mir jetzt recht herzlich unsere Bundesvorsitzende Dr. Sarah Wagenknecht. Hallo. Liebe Freundinnen und Freunde, ich finde das großartig, dass Sie so zahlreich hier sind, und ich freue mich heute bei Ihnen zu sein auf dieser Wahlkampfveranstaltung, weil ich denke, nachdem wir es jetzt so toll geschafft haben in Thüringen und in Sachsen und nachdem man spürt, wie das einigen so richtig als Schreck in die Knochen gefahren ist, hier ist eine neue politische Kraft und die verändert die Politik in Deutschland, dann finde ich, das muss doch Brandenburg jetzt nochmal richtig toppen und auch dazu beitragen, dass ein frischer Wind durchs Land geht. Weil man spürt das doch so richtig. Unser Land braucht Veränderung. Unser Land braucht eine Regierung, natürlich zuvörderst auch im Bund, die endlich mal wieder Probleme löst und nicht immer neue Probleme schafft, die den Menschen das Leben leichter macht und nicht schwerer. Das ist doch die Aufgabe von Politik. Und deswegen treten wir an, sowohl hier in Brandenburg, da haben Sie jetzt schon ganz viel gehört von unserem wunderbaren Spitzenkandidaten Robert Krumbach, aber natürlich auch als Signal an den Bund, dass sich endlich etwas verändert, dass nicht das immer mehr kaputt gemacht wird, was Millionen Menschen jeden Tag erarbeiten, dass nicht
Deutschland nach unten geht, sondern endlich wieder eine Zukunft hat und eine Regierung, die einen Plan, ein Konzept und auch eine Vorstellung hat, wie sie unser Land für die Zukunft aufstellt. Das brauchen wir und dafür stehen wir als BSW. Und ich will gar nicht all das wiederholen, was Robert schon gesagt hat, auch zur Landespolitik. Wir haben ein tolles Programm zur Landespolitik, weil einige immer meinen, ja, das BSW, das hat doch gar kein Programm. Hatte ich letztens eine Diskussion auch mit Frau Göring-Eckardt, die meinte dann, ja, ihre Programme sind ja nur 4 Seiten lang. Ich frage mich, was Frau Göring-Eckardt irgendwie gefunden hat. Wir haben ein tolles, über 30-seitiges landespolitisches Programm, was wir hier konkret in Brandenburg verändern wollen. Aber wir sagen auch ganz klar, wir wollen auch mit einem starken Ergebnis bei den Landtagswahlen ein Signal an den Bund geben, ein Signal an diese unsägliche Ampel geben, und zwar in Brandenburg, jetzt nachdem Thüringen und Sachsen das schon gemacht haben. Liebe Leute in der Ampel, diese Regierung hat fertig, die muss nicht noch ein Jahr weitermachen. Unser Land hat bessere Politiker und eine bessere Regierung verdient. Und ich meine, diejenigen unter uns, die doch die Endzeit der DDR erlebt haben, so ein bisschen hat man doch ein Déjà-vu. Also klar, es ist nicht die alte DDR, aber es ist irgendwie so das Gefühl, dass die, die da regieren, dass die es nicht mehr packen. Und es ist auch das Gefühl, dass die teilweise noch nicht mal mehr wissen, was im Lande los ist. Dass auch vieles, was medial berichtet wird, dass das wirklich gar nicht dem entspricht, was die Menschen tagtäglich erleben. Ich bin ja sehr kritisiert worden, als ich gesagt habe, ja, was macht die Ostdeutschen aus? Was unterscheidet sie? Na, unter anderem, zumindest die Älteren, dass sie mal gelernt haben zu hinterfragen, das, was abends in den Nachrichtensendungen so berichtet wird. Und ich finde, das ist etwas, was es lohnt, sich zu bewahren, auch heute zu hinterfragen, ganz genau hinzuhören, was uns erzählt wird und ganz genau zu fragen, stimmt das denn überhaupt? Ist das wirklich die Realität? Und natürlich auch sehr sensibel zu reagieren. Ich glaube, das ist auch etwas, was den Osten noch mehr ausmacht als den Westen. Dass die Menschen sehr sensibel reagieren, wenn sie das Gefühl haben, da kommen schon wieder Politiker, die ihnen die Welt erklären wollen und die sie belehren wollen, wie sie zu leben haben, was sie zu essen haben und welches Auto sie zu fahren haben. Und dazu haben sie keine Lust und dafür haben sie recht, dass sie darauf keine Lust haben. Weil das ist nicht der Job von Politikern, die Menschen zu belehren und zu gängeln, sondern der Job ist es wirklich, Probleme zu lösen. Und wir haben genug Probleme. Aber schon wenn wir bei den Problemen sind, wenn ich dann immer die Ampel höre, Herr Habeck ist ja auch so eine Größe in dieser Frage. Ne, wenn dann irgendwann, wenn man darauf hinweist, wie viele Schwierigkeiten wir im Land haben. Ich meine, wir haben ja die ganzen Nachrichten, die großen Unternehmen, die kommen ja wenigstens noch in die Nachrichten, VW. Das ist ja auch schlimm, wenn dort jetzt Jobs in Gefahr geraten. Aber es gibt ja auf einer unteren Ebene die vielen Kleinen, die kommen gar nicht erst in die Nachrichten. Die erscheinen dann am Ende in der Insolvenzstatistik. Da ist aber inzwischen auch wirklich vielfach so, dass den Leuten das Wasser bis zum Hals steht, weil sie die Energiepreise, die explodiert sind, weil sie das nicht mehr tragen können. Wie viele Familien mussten sich einschränken in den letzten Jahren, weil die Kaufkraft der Löhne gesunken ist. Wie viele Rentnerinnen und Rentner, ich spüre es einfach in dem Gespräch, was ich mit Leuten führe, wie viele sagen mir, ich komme nicht mehr klar über den Monat, ich komme mit meinem bisschen Rente nicht mehr aus, die Lebensmittelpreise haben sich teilweise verdoppelt, wie soll das denn eigentlich gehen? Das sind doch die realen Probleme. Und wenn ich dann sehe im Bundestag, heute hatten wir ja wieder eine lange Debatte, und wenn ich dann so die Debatten so in Berlin-Mitte erlebe, dann habe ich das Gefühl, die sind unglaublich weit weg von dem, was Leute ausmacht. Und gerade die Grünen-Politiker, die strahlen doch richtig aus, dass sie offenbar davon ausgehen, dass die meisten Menschen in Deutschland so leben wie ihre Freunde in der hippen grünen Großstadtblase, wo sich das Leben dann zwischen Hafermilch, Macchiato, Lastenfahrrad und Bioladen abspielt. Das ist doch wirklich offenbar deren Ansicht. Und denen muss man immer wieder sagen,
Leute, die meisten Menschen in diesem Land haben andere Probleme. Die wachen nicht morgens auf und überlegen, verzweifelt, gehe ich heute in den Bioladen oder gehe ich zu Aldi. Sondern die stehen bei Aldi vom Supermarktregal und müssen drüber nachdenken, was sie noch in ihren Einkaufskorb legen können. Ob sie sich frisches Obst und Gemüse noch leisten können, nachdem die Preise so nach oben geschossen sind. Das ist doch das, was vielen Menschen jeden Tag das Leben schwer macht. Und ich finde, genau hier muss Politik etwas verändern und verbessern. Aber die Ampel hat es eher alles noch schlimmer gemacht durch höhere CO2-Preise, durch höhere Mehrwertsteuern, indem sie alles noch mehr verteuert, als es ohnehin schon teuer ist. Das ist doch ein Irrsinn. Das ist doch genau der falsche Weg. Sondern wir brauchen eine Regierung, die den Menschen tatsächlich die Möglichkeit gibt, endlich wieder mal entspannt und gut zu leben und ein Einkommen zu haben, von dem man auskommen kann und von dem man auch einen gewissen Wohlstand hat. Das muss doch in unserem reichen Land möglich sein. Und ich meine, wir können ja auch mal über Ursachen reden. Die Ampel tut ja immer so, als ob die ganzen Probleme in Deutschland, dafür ist ja nicht sie verantwortlich, um Gottes Willen, sondern dafür ist die Weltlage verantwortlich. Weil wir haben ja eine Welt mit ganz vielen Krisen und eine Welt, die es uns ganz schwer macht. Und deswegen haben wir hier angeblich die Probleme, weil die Welt um uns rum so böse geworden ist. Ja, da frage ich mich allerdings schon, andere Länder leben irgendwie in der gleichen Welt. Mit den gleichen Krisen, mit den gleichen Schwierigkeiten, die gibt es ja wirklich. Also ich will nicht so tun, als sei die Weltlage unproblematisch. Ich sage gleich noch was dazu, zu Krieg und Frieden. Natürlich ist die Weltlage schwierig. Und trotzdem wird in anderen Ländern investiert. Trotzdem wächst in anderen Ländern die Wirtschaft. Trotzdem lernen Kinder in anderen Ländern noch richtig rechnen, lesen und schreiben in der Schule. Trotzdem sind in anderen Ländern die Strompreise nicht so hoch und teilweise auch die Lebensmittelpreise nicht so explodiert wie bei uns. Und wenn ich das vergleiche, ist doch klar, nein, die Welt ist nicht schuld an unseren Problemen, sondern die Fehlentscheidungen in Berlin, die haben uns hier auf den falschen Weg gebracht. Das ist doch ganz klar, wenn wir das mit anderen Ländern vergleichen. Und ich meine, was ist zum Beispiel eine solche Fehlentscheidung? Ja, die eine besteht zum Beispiel darin, dass wir uns als Moralweltmeister dieser Erde aufspielen, vor allem unsere große Außenministerin mit erhobenem Zeigefinger durch die Welt reist und wir als große Moralweltmeister deswegen natürlich das böse russische Öl und Gas, das dürfen wir auf keinen Fall mehr kaufen, weil das ist ja ganz, ganz böse. Und um das Gas zu ersetzen, ist dann Robert Habeck nach Katar gefahren, einem der Hauptfinanzier von islamistischen Organisationen, hat tiefe Bücklinge gemacht, um dort Gas zu erbetteln, weil das ist ja eben dann nicht so böse wie das russische. Ja, und das russische Öl, das dürfen wir auch nicht mehr kaufen, um Gottes Willen nicht mehr Schweden mit russischem Öl beliefern. Russisches Öl darf man nur noch kaufen, wenn es über Indien kommt, weil dann sieht man ihn vielleicht nicht mehr so an, dass es aus Russland kommt. So eine irre Außenpolitik. Das ist doch der Schwachsinn, der die Energiepreise hochgetrieben hat. Wer macht denn so eine Politik? Und wenn Sie uns dann erzählen, ja, das machen wir ja, um den Putin unter Druck zu setzen. Ja, ich habe ja gar nichts dagegen, wenn es tatsächlich diesen Effekt hätte, dass der Ukraine-Krieg damit beendet werden kann. Aber wir müssen doch der Realität ins Auge sehen. Russland braucht uns nicht als Käufer für Öl und Gas. Die haben genug andere, die sich freuen, wenn sie die preiswerten russischen Rohstoffe bekommen. Wir haben hier die Probleme. Und wir haben hier vor allem das Problem, nicht nur, dass die Energiepreise hoch sind, sondern dass auch unsere Versorgungssicherheit nicht gewährleistet ist. Darauf hat der Bundesrechnungshof hingewiesen. Wir haben nämlich bis heute nicht wirklich Ersatz für dieses Öl und dieses Gas gefunden. Wir haben es nicht. Teilweise importieren wir jetzt Fracking-Gas aus den Vereinigten Staaten. Ich finde, das zeigt auch nochmal, wie verlogen diese Grünen sind. Von wegen Klimaschutz, von wegen Umweltschutz. Fracking-Gas ist das Dreckigste, was man haben kann. Aber plötzlich ist das Klima egal, wenn es darum geht, dass man hier eine komische Entscheidung
gibt, die uns Trump schon damals einreden wollte. Nein, das ist eine falsche Energiepolitik. Und ich finde, wir sollten hier endlich nicht diese heuchlerische Doppelmoral vor uns hertreiben, tragen, sondern wirklich danach entscheiden, was ist für uns und für unsere Wirtschaft das Beste. Und da sollten wir dann auch kaufen, zumal die ganzen hehren Ziele, die da verkündigt wurden, sowieso nicht erreicht werden, indem wir unsere Außenwirtschaftspolitik dann im Grunde unsere Märkte und unsere Rohstofflieferanten ruiniert haben. Das ist einfach der falsche Weg. Und es ist ja nicht nur das. Ich meine, unsere Energiepolitik, da sind ja vor allem auch die Grünen zugange, aber die ganze Ampel trägt das ja mit, die ist ja durch und durch irre. Also ich meine, ich bin auch dafür und ich glaube, jeder von Ihnen möchte doch, dass unsere Umwelt erhalten bleibt, dass das Klima geschützt wird, dass man den nachfolgenden Generationen einen Planeten hinterlässt, der lebenswert ist und wo man auch immer noch gut leben kann. Jeder von uns möchte das doch. Aber es muss doch irgendwie eine Logik haben, was dafür getan wird. Und wenn ich auf der einen Seite alle Wälder und alle Gegenden mit Windrädern vollstelle, aber keine Netze habe, um den Strom zu transportieren und auch ansonsten keine Speicher habe, dann erreiche ich doch nur, dass wenn der Wind weht und die Sonne scheint, dann hat man zu viel Strom, da muss man das runterregeln, dann sind die Preise negativ, das zahlt auch wieder der Steuerzahler. Und wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, und das ist in Deutschland nun mal öfter so, dann brauche ich ohnehin die fossilen Energieträger oder zumindest eine andere Energiequelle, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Und klar kann man den Atomstrom und den Kohlestrom auch aus Polen oder aus Frankreich holen. Aber was ist denn die Logik dahinter, wenn man so eine Politik macht? Und deswegen sage ich ganz klar, ja, wir wollen auch eine verantwortungsvolle Umwelt- und Klimapolitik, aber eine, die wirklich Sinn macht. Und nicht eine, die nur und auf dem Plakat vor sich hergetragen wird, am Ende dem Weltklima überhaupt nichts nützt, aber das Leben der Menschen verteuert und die Energiesicherheit in unserem Lande gefährdet. Das ist Unsinn und da diesen Weg wollen wir nicht weitergehen. Nein, das ist doch das Gleiche mit den CO2-Preisen. Als sowieso schon hier die ganzen Preise gestiegen sind, was hatte die Ampel zu tun? Nochmal den CO2-Preis erhöhen. Weil das ist ja angeblich auch fürs Klima. Klar, da macht den Leuten ein schlechtes Gewissen, wenn sie ihr Auto verwenden, man verteuert ihren Sprit. Und gleichzeitig ist diese Ampel nicht in der Lage, das Staatsunternehmen Deutsche Bahn irgendwie dazu zu bringen, dass Züge vielleicht auch mal halbwegs pünktlich von A nach B fahren, dass auf dem Land überhaupt Verbindungen da sind, dass die Leute überhaupt eine Alternative zum Auto haben. Die haben sie doch überwiegend gar nicht. Und dann finde ich das wirklich schamlos. Wenn die Menschen gar keinen anderen Weg haben, als ihr Auto zu benutzen, dann ihnen dieses Auto immer teurer zu machen, das finde ich wirklich, ist doch eine zynische Politik. Und genauso bekloppt ist es ja auch zu sagen, wir verbieten jetzt ab 35 den Verbrennermotor, aber die Infrastruktur für E-Mobilität, die ist gar nicht da und die Modelle sind sauteuer. Das ist doch wieder das übliche Problem. Klar kann sich die grüne Blase in Berlin in den Innenstadtbezirken die E-Autos leisten, aber ganz viele Menschen im Land können es eben nicht. Und ich finde, wir müssen endlich eine Politik machen für die vielen Menschen im Land und nicht nur für die mit den großen Geldbeuteln, nicht nur für die, die sich alles leisten können und die sich dann noch moralisch für die Überlegenen halten. Und da bin ich auch schon wieder bei der Frage, wo Politiker eben völlig abheben. Wir hatten ja vor einiger Zeit, und ich denke, das ist wirklich ein ganz, ganz drängendes Thema auch in Deutschland, immer wieder machen wir als BSW darauf aufmerksam, dass die Rentensituation in Deutschland eine riesige Misere ist. Heute im Bundestag wurde wieder behauptet, in Deutschland würde ja viel zu viel für die Renten ausgegeben. Angeblich sei das ja eine Politik gegen die junge Generation. Als ob die Jungen nicht irgendwann auch mal alt werden und auch eine Sicherung haben wollen. Und stimmt das denn überhaupt? Nein, wenn man sich anguckt, in Deutschland, das wissen die wenigsten, ist der Anteil der Ausgaben für die Rente gemessen an der Wirtschaftsleistung im Vergleich zum Jahr 2009 nicht etwa gewachsen, er ist deutlich gesunken, obwohl es 1 Million mehr Rentnerinnen und Rentner gibt.
Diese Zahlen zeigen deutlich, da ist ganz massiv bei den Renten gekürzt worden. Und tatsächlich haben wir heute ein Rentenniveau in Deutschland, das 10 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt der Europäischen Union liegt. Das heißt, wir haben hier ein echtes Problem. Das heißt, alle diejenigen, die mit ihrer Rente nicht mehr klarkommen, die stehen nicht alleine, sondern es ist so, dass über die Hälfte der Menschen in Deutschland tatsächlich Renten haben unterhalb von 1200 Euro. Wie soll man damit über den Monat kommen? Und schlimm genug, dass es so ist. Noch schlimmer finde ich, dass viele Politiker das scheinbar noch nicht mal wissen. Ich weiß nicht, ob Sie alle verfolgt haben, das ist so ein halbes Jahr her. Da war die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang mal in einer Talkshow. Und da wurde sie gefragt, wie in Deutschland die Durchschnittsrente wäre. Und diese brillante Ricarda Lang kam doch allen Ernstes mit der Zahl um die Ecke. Naja, die Durchschnittsrente in Deutschland, die sei wohl so um die 2000 Euro. Also ich weiß nicht, wie viele von Ihnen, die jetzt im Rentenalter hier auf dem Platz sind, eine Rente von 2000 Euro oder mehr haben. Ich ahne mal, es werden nicht allzu viele sein, weil die Durchschnittsrente in Deutschland natürlich viel, viel, viel niedriger ist. Und ich finde, ein Politiker, der so weit weg ist von der Realität, der noch nicht mal weiß, wie die Lebenssituation von 21 Millionen Menschen in Deutschland ist, so ein Politiker, eigentlich hätte die Frau nach dieser Talkshow zurücktreten müssen. So kann man doch nicht eine Partei führen, die dieses Land regiert. Und wer die Probleme noch nicht mal kennt, natürlich hat er auch kein Konzept, sie zu lösen. Und bei der Rente gäbe es eine ziemlich einfache Lösung. Und ich finde, die ist dringend notwendig. Denn es ist eine Frage des Respekts. Es ist eine Frage des Respekts gegenüber der Lebensleistung von Millionen Menschen, dass man sie nicht nach Jahren von Schufterei, gerade bei Frauen oft noch mit Kindererziehung, dass man sie nicht nach einem langen Arbeitsleben mit solchen Brosamen abspeist, wo sie sich einschränken müssen, wo sie kein wirklich schönes Alter genießen können, weil es einfach finanziell vorn und hinten nicht reicht. Das darf in einem reichen Land nicht sein. Und deswegen brauchen wir Konzepte, das zu ändern. Und unser Konzept, was wir als BSW haben, das ist noch nicht mal ganz originell, sondern wir sagen ganz offen, ja, das gibt's doch. Man muss doch nur ein bisschen in Richtung Süden schauen. Nämlich in Richtung Österreich. Österreich ist eines der Länder, die tatsächlich einen anderen Weg gegangen sind als Deutschland. In Österreich hat man keine Riester-Rente gemacht, so ein Schwachsinn. 65 Milliarden haben wir in Deutschland die Riester-Renten, also an öffentlichem Geld, an Steuergeld, in die Riester-Rente versenkt. Und heute gibt es ja die ersten Riester-Rentner, die kriegen irgendwie 60 Euro im Monat dazu. Es ist lächerlich, nur die Banken und Versicherungen, die sind reich dabei geworden. Das haben die Österreicher alles nicht gemacht. Und die Österreicher machen auch keine Aktienrente, wo ja jetzt auch nochmal 12 Milliarden versenkt werden sollen. Sondern die Österreicher haben ein ganz geniales Konzept und das könnten wir sofort auch in Deutschland kopieren. Sie haben gesagt, wir machen einen großen Rententopf und alle zahlen in diesen einen Topf, auch die Selbstständigen, die Politiker und der Durchschnittsrentner hat dann eben 800 Euro mehr in der Tasche. Das ist doch etwas, was wir hier auch können und das ist dringend notwendig, das ist überfällig. Und deswegen oft ist es ganz leicht, was anders zu machen. Man muss nur gucken, woanders auch Beispiele dafür sind. Man muss sich gar nicht alles ausdenken. Aber zum Beispiel auch im Gesundheitswesen. Das ist ja auch so ein Problembereich in unserem Land. Und wenn ich mir dann angucke, diesen Herrn Lauterbach, also dass der überhaupt noch im Amt ist, nach diesen ganzen Fehlleistungen, die er sich schon in der Corona-Zeit geleistet hat, das ist erschreckend. Und jetzt macht er Krankenhausreformen, die zu noch mehr Krankenhaussterben und Krankenhausschließungen führen werden. Dieser Mann ist die völlige Fehlbesetzung. Nee, wir brauchen keine Reformen à la Lauterbach, sondern was wir brauchen, ist etwas anderes. Was wir brauchen, wäre mal wieder die Anreize im Gesundheitssystem in die richtige Richtung zu schicken. Weil wir haben ja tatsächlich eines der teuersten Gesundheitswesen der Welt. Also das wissen auch nicht so viele. Wir haben pro Kopf mit die höchsten Gesundheitsausgaben im Vergleich zu allen westlichen Ländern. Nur die USA ist noch teurer. Und trotzdem haben wir einen akuten Pflegenotstand. Trotzdem wartet der Kassenpatient Monate teilweise, bis er einen Facharzt zu Gesicht bekommt. Trotzdem gibt es all die Probleme, die Sie alle kennen. Und warum ist das so?
Das ist so, weil unter anderem Leute wie Herr Lauterbach, damals war er Berater, da war er noch nicht Minister, um die Jahrtausendwende Gesundheitsreformen durchgesetzt haben, die darauf hinausliefen, dass man die Krankenhäuser, dass man denen eingetrichtert hat, nicht mehr zu fragen, zumindest nicht mehr als erstes, was braucht der Kranke, sondern man hat ihnen unbedingt sie darauf verpflichtet, als erstes zu fragen, wie kann ich mit einem Kranken das meiste Geld verdienen? Das war die schlimmste Fehlentscheidung in unserem Gesundheitssystem, weil da ging es im Grunde ab, da ging es bergab. Weil das bedeutet eben teure Operationen. Wir sind ja, wenn man das vergleicht mit anderen Ländern, wir müssten ein Volk von Hüftlahmen und Knielahmen sein. Es gibt in kaum einem anderen Land so viel Knieoperationen, so viel Hüftoperationen. Aber die gibt's eben nicht, weil wir mehr Probleme haben als andere Länder, sondern weil man damit am meisten Geld verdienen kann und eben nicht mit der Physiotherapie. Und deswegen müssen wir weg von dieser Kommerzialisierung. Das ist doch auch ein Irrsinn, dass Krankenhäuser privatisiert werden und dann zu Gewinnmaschinen werden sollen. So ein Schwachsinn. Nein, Gesundheitsversorgung muss für die Menschen da sein und muss die Kranken bestmöglich behandeln. Und das wäre die Gesundheitsreform, die wir brauchen. Und deswegen in vielen Bereichen ist es gar nicht so, dass man viel mehr Geld ausgeben muss. Man muss nur das Geld da ausgeben, wo es sinnvoll ist. Und auch in unserem Bildungssystem, da ist es tatsächlich erforderlich, dafür müssten mehr Mittel bereitgestellt werden. Und das ist auch etwas, wo ich wirklich wütend werden könnte. Wenn ich immer höre, in Sonntagsreden, auch in Wahlkämpfen natürlich, da reden dann die Regierungen immer über das Bildungssystem auch mit und dass man da was verbessern muss. Und trotzdem, seit Jahren wird es nicht besser, es wird schlechter. Und da wird dann immer gesagt, ja, wir brauchen Fachkräfte aus aller Welt. Ja, vielleicht wäre es mal eine gute Idee, die jungen Menschen, die wir in Deutschland haben, halbwegs so auszubilden, dass wenigstens die eine Chance haben, als Fachkräfte dann auch in der Wirtschaft zu arbeiten. Das wäre doch der erste Schritt. Und es ist doch wirklich ein Elend, wenn ich mir so diese PISA-Studien angucke. Und auch wenn ich mit Lehrerinnen und Lehrern rede, gerade in so Schulen in ärmeren Bezirken, die sagen mir dann, ja, wir können diese Klassen gar nicht mehr beschulen. Da, wo es richtig arg ist, da sind so viele Kinder, ein Großteil kann noch nicht mal dann Deutsch. Und wir haben ein solches Problem und da kann ich nicht als Lehrerin, ich schaffe das nicht, ich schaffe es in der Grundschule gar nicht. Und das baut sich dann weiter auf. Und dann höre ich Politiker, die uns immer darüber belehren, wie wichtig doch die künstliche Intelligenz für unsere Zukunft ist. Und ich habe ja gar nichts gegen künstliche Intelligenz, wo sie nützlich ist. Aber ich finde, wenn wir über unsere Bildung reden, wir sollten erstmal wirklich viel investieren in die natürliche Intelligenz unserer Kinder und Jugendlichen. Das ist die Aufgabe unserer Schulen. Und die brauchen Lehrer. Die brauchen nicht in erster Linie Tablets. Und die brauchen nicht Digitalgeräte. Die brauchen Menschen, die sich um sie kümmern und Menschen, die mit ihnen lernen. Und sie brauchen vor allem auch Lehrpläne, die sich auf das konzentrieren, was man wissen muss. Ich meine, das ist ja auch so eine spinnerte Idee teilweise von grünen Bildungsdebatten. Herr Kretschmer zum Beispiel aus Baden-Württemberg hat da vor einiger Zeit seine Vorschläge öffentlich gemacht. Da hat er gesagt, ja, Rechtschreibung, wieso brauchen wir denn noch Rechtschreibung? Es gibt doch die Autokorrektur und Sprachen muss man eigentlich auch nicht mehr lernen. Es gibt doch Übersetzungsprogramme. Was für ein hirnrissiges Konzept. Nein, wir sind es unseren Kindern und Jugendlichen schuldig, dass man in der Schule wieder ordentlich lernt, lesen, rechnen, schreiben und natürlich auch die aufbauenden Dinge, damit man eine Chance fürs Leben hat. Weil wir verbauen doch Lebenschancen, wir verbauen doch Perspektiven. Deutschland ist eines der Länder, wo es am meisten vom Elternhaus abhängt, ob ein Jugendlicher irgendwann zu Wohlstand kommt oder ob er arm bleibt. Und die Wurzel dafür liegt im Bildungssystem. Und da sage ich auch ganz klar, eine Gesellschaft, wo nicht die eigene Leistung, nicht die eigene Anstrengung, sondern die Herkunft darüber entscheidet, ob es mir gut oder schlecht geht, so eine Gesellschaft kann keine demokratische Gesellschaft sein, weil es ist ein Uranspruch der Demokratie, dass jeder gleiche Chancen haben muss und dafür muss die Politik sich einsetzen. Weil das ist doch das Wesentliche, das andere ist Feudalismus. Im Feudalismus ist es so, dass ich in meinen Stand hineingeboren bin. In einer Demokratie muss ich mich hocharbeiten können. In einer Demokratie muss das Aufstiegsversprechen wieder eingelöst werden. Und ich finde,
Dafür müssen wir endlich etwas tun. Das ist auch im Interesse der vielen jungen Menschen, die in unserem Land zurzeit im Grunde von vornherein aufs Abstellgleis gebracht werden. Das darf man nicht in einer Gesellschaft machen. Und man darf sich dann vor allen Dingen auch nicht wundern, dass die Leute, dass manche keine Motivation mehr haben. Ja, wenn man sowieso nicht mehr nach oben kommt, das macht auch Motivation kaputt. Das ist doch völlig klar. Und deswegen einige, die da immer so schön und gern nach unten treten. Nein, hier muss sich etwas ändern, dass wirklich jeder, der sich anstrengt und der sich bemüht, dann auch ein gutes Leben führen kann. Davon sind wir leider sehr, sehr weit entfernt zurzeit. Und ich möchte ein Thema auch noch ansprechen, das mir ganz wichtig ist. Robert Krumbach hat es am Schluss ja schon angesprochen. Ich weiß, dass das ganz, ganz viele Menschen umtreibt. Und das war auch einer der Gründe, warum wir das BSW gegründet haben. Das kann ich sagen. Und das ist das Thema Krieg und Frieden. Weil es ist tatsächlich so. Ehrlich gesagt, ich bin ja als Teenager, war ich in den 80er Jahren, bin ich aufgewachsen. Ich erinnere mich damals noch an eine Zeit, da hatten wir alle, oder ich zumindest, Angst vor Krieg. Angst vor einem Atomkrieg. Das war die Zeit der Raketenstationierung, der Pershings, der SS-20. Und es war eine Zeit, wo man wirklich dachte, oh Gott, da reicht ein Funke und dann steht hier nichts mehr. Dann steht hier kein Haus mehr. Und ich war so dankbar dann, als Gorbatschow kam und als dann die Abrüstung kam und die Abrüstungsverträge und der Kalte Krieg vorbeiging. Und ehrlich gesagt, wenn ich heute Debatten verfolge, dann muss ich sagen, da sind einige, die haben offenbar überhaupt nichts gelernt. Damals hat man den eisernen Vorhang durchlöchert durch kulturelle Zusammenarbeit und durch wirtschaftliche Zusammenarbeit. Jetzt wird der eiserne Vorhang wieder hochgezogen. Jetzt wird wieder ein Wettrüsten in Gang gesetzt. Was ist denn das für ein Wahnsinn? Das macht doch unsere Welt nicht sicherer. Wir müssen doch wieder auf gemeinsame Sicherheit setzen, wenn dieses Europa überleben will und wenn nicht irgendwann wieder in den USA Reisebüros damit werben, besuchen Sie Europa, solange es noch steht. Das ist doch wirklich das, worum es geht gegenwärtig. Und deswegen auch noch etwas zu dem Ukraine-Krieg. Ja, das ist ein furchtbarer Krieg. Ich halte jeden Krieg für ein Verbrechen. Und ich halte Politiker, die Kriege beginnen, für Verbrecher. Aber ich halte auch nichts von der Doppelmoral, diese Maßstäbe ausschließlich beim Ukraine-Krieg anzulegen. Sondern natürlich war es auch ein Verbrechen, in Jugoslawien, im Irak, in Libyen und Afghanistan Krieg zu führen. Natürlich waren die, die diese Kriege angezettelt haben, auch Verbrecher. Und das muss man doch mal klar benennen. Und am Ende jenseits aller Moral steht doch die entscheidende Frage, wie beenden wir diesen Krieg? Und mir kann keiner erklären, dass man jemals einen Krieg mit Waffen beendet hat und dass der Ukraine-Krieg mit noch mehr Waffen zu Ende geht. Es tut mir leid, ich höre diese Legende seit 2,5 Jahren. Seit 2,5 Jahren werden immer mehr Waffen geliefert. Und hat es diesen Krieg beendet? Nein, es hat ihn nicht beendet. Und ehrlich gesagt, ich war ja froh, dass Herr Scholz jetzt plötzlich mit der Idee um die Ecke kam, doch vielleicht mal auf Diplomatie zu setzen. Ich hoffe nur, das ist nicht ausschließlich ein Wahlkampfmanöver, das nach der Brandenburg-Wahl schon wieder sich erledigt hat. Aber zumindest zeigt es eins, unsere Kraft als BSW und die Debatte, die wir darüber angestoßen haben, die zeigt Wirkung. Aber sie muss noch mehr Wirkung zeigen, weil wir brauchen ernsthafte diplomatische Bemühungen, damit dieses furchtbare Sterben endlich aufhört. Und auch noch mal ein Satz zu den Raketen. Ich meine, ich finde schon alleine, dass der Scholz da mal eben zu einem NATO-Gipfel fährt und so am Rande vereinbart, dass in Deutschland wieder weitreichende Mittelstreckenraketen stationiert werden, ohne jede Debatte, noch nicht mal im Bundestag, nirgends, auch nicht in der Gesellschaft, einfach so. Und dann lese ich zum Beispiel eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung. Das ist ja immerhin die Haus- und Hofstiftung von Herrn Scholz. Also man könnte erwarten, dass der Kanzler vielleicht mal die Studie in seiner eigenen Stiftung liest. In dieser Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung begründet Oberst AD Wolfgang Richter ganz systematisch und ganz akribisch, dass diese Raketen, die da jetzt stationiert werden sollen, dass die keine Fähigkeitslücke schließen,
sondern er begründet, es gibt keine Fähigkeitslücke. Es gibt seegestützte Raketen, es gibt die Atomwaffen, es gibt ja schon so unendlich viele Waffen. Also wir können auf jeden Angriff reagieren und es wird immer gewährleistet sein, dass am Ende überhaupt keiner mehr lebt. Also das ist, sag mal, das ist schon mit dem heutigen Rüstungsstand garantiert zu erreichen, wenn man das will. Aber was diese Raketen ausmacht, ist etwas anderes und das begründet Oberster AD Richter. Er sagt, was diese Raketen besonders macht, vor allem die Ultraschallraketen, die kommen sollen, ist, dass sie ohne Vorwarnung für einen Überraschungsangriff genutzt werden können, der tief ins russische Territorium hineingeht und dort Kommandozentralen, den Kreml oder auch die Nuklearstreitkräfte trifft. Und dass sie ohne Vorwarnzeit und ohne große Vorbereitungszeit auch für den, also für Russland, so eingesetzt werden können, da sagt er, das ist genau das Hochgefährliche daran. Weil in dem Augenblick, wo Russland auch nur vermutet, dass sie eingesetzt werden könnten, es kann ja ein Irrtum sein, aber wenn die das vermuten, da ist keine Zeit mehr zu reagieren. Da ist der Punkt, wo sie selber auf den Knopf drücken würden. Und das ist ein Wahnsinn. Und deswegen ist es auch kein Zufall, dass kein anderes europäisches Land bereit ist, solche Raketen auf seinem Territorium zu stationieren. Aber bitteschön, warum sollen wir das dann tun? Das ist doch wirklich verrückt, dass dieser Scholz hier sein Okay gibt und uns in ein solches Risiko bringt. Und deswegen haben wir auch ganz klar gesagt, ja, ja, das Ergebnis der Landtagswahlen ist auch ein Signal an Berlin, dass diese Außenpolitik, diese Kriegspolitik so nicht weitergehen darf und dass endlich wieder Deutschland sich an die großen Traditionen der Entspannungspolitik oder an Willy Brandt erinnert, muss man ja Herrn Scholz als SPD-Kanzler wirklich erinnern, dass da mal SPD-Kanzler waren, die wirklich sich um den Frieden verdient gemacht haben. Ja, es sollte auch ein Zeichen vor den Landtagswahlen ausgehen, auch hier in Brandenburg. Wir wollen wieder Entspannungspolitik und Frieden und Diplomatie und nicht diesen Wahnwitz, der wirklich unser aller Leben gefährdet. Das wollen wir nicht und das muss ein ganz klares Signal sein. Und deswegen, weil es um so viel geht, weil wir so viel eigentlich in unserem Land verändern können und verändern müssen und weil es auch ganz wichtig ist, dass es sich verändert. Deswegen bitte ich Sie alle, gehen Sie am 22. gehen Sie zur Wahl. Gehen Sie dahin und geben Sie uns Ihre Stimme und bringen Sie noch Ihre Freunde und Nachbarn und Kollegen mit. Es muss ein ganz klares Signal durchs Land gehen, nach Sachsen und nach Thüringen, jetzt auch von Brandenburg aus. Das BSW als neue politische Kraft verändert Deutschland. Das BSW als neue politische Kraft ist ein Machtfaktor für Frieden, für Wohlstand, für Sicherheit. Geben Sie uns die Chance, geben Sie uns die Unterstützung. Ganz herzlichen Dank. Ja, liebe Sarah, das ist dein Applaus. Du sprichst den Menschen aus dem Herzen. Wir haben noch was Kleines vorbereitet, ein kleines Andenken an Brandenburg. Nimm's dann entgegen. Einen schönen Dank auch vom Landesverband Brandenburg für deine Wahlkampfunterstützung. Wenn wir dich nicht hätten, gäb's BSW nicht. Vielen Dank. Ja, mir bleibt bloß noch zu sagen, Sarah hat es am Ende gesagt, gehen Sie wählen, gehen Sie Brief wählen, wählen Sie Liste 10, unter Liste 10, da werden Sie das BSW finden. Vielen Dank, dass Sie da waren, kommen Sie gut nach Hause und gehen Sie bitte nochmal am Infostand vorbei und nehmen Sie noch Material mit. Herzlichen Dank. Und die Versammlung wäre dann damit beendet.